Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Video, zu diesem Auswahlorakel, zu diesem zeitlosen Orakel. Und zwar die Überschrift: Welche Tür öffnet sich jetzt für dich? Welche Tür darfst du selbst öffnen? Durch welche Tür willst du gehen? Ja, freue mich, dass du hier bist. Es wird vier Stapel zur Auswahl geben mit Orakelkarten. Du kannst jetzt gleich wählen, ja, nach dem Stein oder nach dem Bild. Wenn du dich gar nicht hier wiederfindest, dann schau mal hier in die Infobox. Da habe ich ein paar dieser Legungen verlinkt. Ja, ab und an mache ich mal so eine Legung. Ja, und wenn du dich zu mehr als eine Tür hier hingezogen fühlst, kein Problem. Schau dort auch rein. Nimm die Impulse mit, die dich inspirieren, ja, wo du mitschwingst. Und ja, lass ganz, ganz gerne ein Like hier, dein Abo und ganz gerne einen Kommentar zu deiner Tür, wie du dich damit fühlst. Ja, freue mich immer über Austausch. Ja, welche Tür ist sie deine? Durch welche Tür darfst du jetzt gehen? Welche Schwelle vielleicht auch überschreiten? Stapel 1 mit dem Rhodochrosit. Und diese Tür. Ist auch der Vollmond hier zu sehen. Stapel 2 mit dem Malachit. Und hier heißt es ja. Na, die Bedeutung der Karten auf der Rückseite sind wenig interessant. Die Bilder, die sind spannend. Stapel 2, deine Tür. Stapel 3 mit dem blauen Chalcedon, gebändert hier ganz schön, sieht man das? Ja, mit der Kamera muss ich noch ein bisschen kämpfen, immer noch. Und ja, auch ganz interessantes Exemplar an Tür, was sich so nicht auf den ersten Blick erschließt. Und Stapel 4 mit dem Moakit aus Australien, den es in vielen Farbvarietäten gibt, aber immer diese australischen Urfarben. Und du bekommst Stapel 4 diese Tür. Ja. Lassen wir uns überraschen und lassen wir uns ein auf die Botschaften, die wir hier bekommen werden. Freue mich auf dich, auf deine Botschaften und da treffen wir uns gleich. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 1. Durch welche Tür darfst du jetzt gehen? Willst du gehen? Welche Schwelle willst du überschreiten? Du hast dich für diese Tür entschieden. Und zusammen hier mit dem Rhodochrosit. Ganz schöner Stein auch. Ja, was bekommen wir dazu? Ein bisschen neu anordnen, seit wir hier den Perspektivenwechsel haben mit der Kamera wegen des neuen Stativs mit Licht. Du bekommst dazu Stapel 1, diese Energiebotschaft von dem Türkis. Eine Lebensbaumbotschaft
mit diesem Blau. Die sind auf der Rückseite alle verschieden. Schauen wir dann rein. Aus dem ägyptischen Lenormand bekommst du die heilige Kuh. Und was für Farbpower. Ja, zum Thema Farbpower. Ich habe mich für eine Farbbotschaft entschieden und du bekommst hier Pink. Lass die Liebe herein. Let love in. Wow, Stapel 1. Was geht bei dir ab? Hier auch schon mit dem Rosé Herzchakra-Aktivierung. Farbe des Herzchakra neben dem Grün. Grün und Rosé. Pink. Ja, Stapel 1. Die Tür, das ist ja das Tor eines Schlosses, einer Burg. Das ist hier aufgemacht worden. Hier sind diese Klötze, die es offen halten. Und es scheint, als würde der Weg hinaus, ja, als könnte er hier aufhören oder geht nach unten. Himmel, Vollmond haben wir hier. Der Eingang, Stapel 1, ist offen. Wer immer ihn geöffnet hat. Ich sehe natürlich dich als diese Burg, dieses Schloss an. Du bist der Eigentümer und hast oder wirst jetzt diese dein Schlosstor hier öffnen. Das heißt, dass du jetzt nach, ja, vielleicht einer Zeit, in der du sehr für dich warst, ja, sehr abgeschottet vielleicht auch, dich vielleicht isoliert, allein gefühlt hast, dass du jetzt bereit bist, wieder mit Menschen in Verbindung zu kommen, selbst hinauszugehen, vielleicht aber auch dann offen zu sein, Menschen zu dir einzuladen. Und wir haben den Himmel und den Mond, speziell den Vollmond, ja, also auch Kombination aus Himmel, Uranus, Wassermann-Energie und Mondenergie, ja, Uranus, Mond, auch dieser Sprung hier ins Ungewisse, aber in das, was du empfindest, was in dir ist, was richtig ist und was die ganze Zeit vielleicht nicht wirklich lebendig in dir war. Da kommen auch ja überraschende Gefühle bzw. Empfindungen in dir hoch. Mit Uranus Mond auch so ein ganz neues, frisches Gefühl. Und Stapel 1 für dich die Möglichkeit, die Chance, dich auf Gefühle einzulassen. Wenn du jetzt hier deine eigenen Empfindungen auch wieder spürst, wieder in Verbindung mit Menschen hier kommst. Ja, du darfst dich Stapel 1 was trauen, du darfst etwas wagen, ja, und du bist innerlich schon bereit dazu, rauszugehen aus deinen Burgmauern, aus deinen Schlossmauern. Ja, da ist alles ordentlich, da ist alles geordnet, aber eben sehr verschlossen. Ja. Da hat dein Leben vielleicht prima funktioniert im Alltag, die Routinen, ja, vielleicht auch mit einer gewissen Unverbindlichkeit nach außen. Aber jetzt ist eben die Zeit, den Sprung zu wagen. Ganz besonders hier auch noch mit dem Vollmond hat, den haben wir jetzt ein bisschen absteigend noch. Der war vorgestern, ja, dieses ganz eben frische, neue Gefühl, das hier aufkommen darf und mit dem Türkis, der hier dargestellt wird, Thema Wahrheit, das Kehlchakra ist betroffen hier,
Wahrheit, sprich aus deinem Herzen. Das Herz ist das Einzige, worauf es sich zu hören lohnt. Ja, die Wahrheit deines Herzens, die in dir gereift ist und du jetzt den Schritt wagen darfst, dich trauen darfst, in Verbindung zu kommen. Höre auf dein Herz und Kehlchakra sagt uns auch, sprich deine Herzensangelegenheiten aus und du darfst auch deine Gefühle zum Ausdruck bringen, ja, mit Worten. Ja, dein Empfinden, das ist deine Herzenswahrheit und ja, wie es hier heißt, das Einzige, worauf es sich zu lauschen lohnt, nicht auf andere, ja, nicht auf irgendwelche Gurus, was auch immer, sondern ganz auf dich zu hören. Ja, mit dem Lebensbaum hier, mit dunkelblau und weiß. Nimm dir immer ein bisschen Zeit, dich zu konzentrieren auf einen höheren Gedanken, auf dein höheres Selbst, auf ein, ja, ich sag mal, göttliches Gefühl, auf ein Divine Feeling. Und wenn du das tust, kannst du ja dich einfach von Ablenkungen fernhalten, ja, ganz konzentriert zu bleiben, dir immer wieder mal ein bisschen Zeit eben zu nehmen, auf die Quelle, auf das Göttliche zu lauschen, auf den Himmel hier auch zu lauschen. Ja, die Zeit immer wieder zu nutzen, dich auch mal nicht abzulenken mit Social Media, mit Fernsehgucken, mit was auch immer. Aber immer nur ein paar Minuten. Das wird dir helfen, bewusster zu sein oder zu werden. Und lausche auch vor allem auf deinen Atem. Ja, mach diese Übung ein paar Mal am Tag, vielleicht immer 3 Minuten lang. Wir haben hier den Himmel, auch Thema Luft mit Uranus als Luftzeichen, ja. Und ja, befreie dich von Ablenkung, werde bewusster auch für dein Körperfeeling hier. Und die heilige Kuh, wir wissen, dass in Indien, im Hinduismus, die Kuh heilig ist, auch im alten Ägypten ein oder das Tier, das Symbol, das die Göttin Hathor begleitet. Also ich kenne mich bei den Ägyptern nicht so gut aus und auch nur so ein paar Stichpunkte dazu. Auf jeden Fall interessant hier sehe ich auch mit dem grünen Herzenergie, die hier angeregt wird. Das haben wir dreimal. Und das Gelb steht für das Solarplexus Chakra. Und nach dem Solarplexus und dem Herzchakra kommt das Kehlchakra. Hatten wir schon hier mit dem Blau des Türkis, mehr so blaugrün. Hier mit dem blauen Lebensbaum. Ja. Und ja, das ist für mich so eine Kette. Und in der Mitte steht dein Herz, Stapel 1. Ja, aufsteigende, ansteigende Energie mit der heiligen Kuh, die nährende Energie steht für Wohlstand, für Fülle, steht auch als das Symbol für die Mutterschaft oder überhaupt für die Idee der Mutter, der Mutterfigur, der fürsorglichen, helfenden, begleitenden Energie. Und hier bekommst du möglicherweise auch Schutz durch zum Beispiel eine ältere weibliche Person, einen weiblichen älteren Menschen. Person klingt immer so ein bisschen komisch. Ja, gut geschützt wirst du hier auch mit der heiligen Kuh und es verbinden sich eben hier deine Energien. Und lass die Liebe herein, steht vielleicht ganz stark hier in Verbindung mit diesem Tor, das du
schon geöffnet hast. Du bist bereit, die Liebe einzuladen, die Menschen einzuladen, ja. Ob das nun partnerschaftlich ist oder auf freundschaftlicher Ebene, auf familiärer Ebene, nochmal Stapel 1, dich mit Menschen zu verbinden, dich wieder, nicht wieder zu spüren, dich, du hast es schon gespürt selbst, aber du hast das für dich behalten. Und jetzt ist die Zeit der Öffnung, die ich hier sehe. Tulpen, ja, die können hier schon dann für den Frühling stehen und hier, ja, auch wenn dieses Orakel zeitlos ist, deutet es für mich auf eine Zeit in wenigen Wochen hin. Ja, das hilft, dieses Pink, ja, bei dir auch alle Spannungen zu entlassen, loszulassen, also auch körperlich eine ganz starke Energie, auch diese Herzöffnungsenergie, die man hier im ganzen Reading sieht. Wow! Da bin ich sehr gespannt, Stapel 1, wie dieser Schritt hier aussehen wird, wenn du hier ja vielleicht nicht einfach nur nach vorne gehst, sondern hier springst, dich auf dein Empfinden verlässt, zu der Wahrheit deines Herzens stehst, deine Herzenswahrheit auch aussprichst. Hier steht auch das Wachstum, die Mehrung, ja, ja, ist hier im ganzen Reading. Höre auf das Göttliche, auf die Quelle, auf das höhere Selbst, wie du das für dich hier benennen willst. Das göttlich-weibliche ist mit dir, mit der göttlichen Kuh in Verbindung mit der Göttin Hathor, diese mütterliche Energie, die schützende Energie. Und ja, da darfst du dich trauen, da darfst du was wagen, du darfst dich auf Gefühle einlassen, Gefühle teilen. Und die Burg Mauern sind nicht geöffnet, das Tor ist geöffnet und das ist in beide Richtungen, ist hier Bewegung möglich. Ja, wow, Stapel 1. Freue mich ganz dolle für dich. Freue mich auch ganz dolle, wenn du mir so dein momentanes Gefühl hier, im Kommentar hinterlässt, wie ja, das bei dir ankommt. Und freue mich natürlich auch, wenn wir uns bei anderen Legungen wiedersehen über ein Like, über dein Abo. Und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, sei gegrüßt, Stapel 2. Ja, durch welche Tür darfst du jetzt gehen? Durch welches Tor, welche Schwelle darfst du überschreiten? Und du hast ja dich für dieses Bild entschieden. Ja, das ja nicht unbedingt eindeutig eine Tür oder ein Tor ist. Ganz spannend, vor allem, dass die Farben dieser Mauern und dir hier gleich sind. Begleitet wird deine Legung von einem Malachit und schauen wir in deine Orakelkarten, ja, und das ist auch spannend rausgefallen, entspricht nämlich auch genau diesen Farben. Und das ist, soll ein Mo'okait sein, den ich zur Auswahl beim vierten Stapel gewählt habe. Scheinen. Du bist aus Sternenstaub geboren und du sollst funkeln, glitzern. Das Solarplexus-Chakra wird hier angeregt. Ja, mit dem Mo'okait, Solarplexus, unterhalb des Herzens, das Chakra. Wow. Aus dem Lebensbaum auch hier eine blaue, weiße Rückseite. Die sind nämlich verschieden. Das Deck heißt eigentlich Daily Healing. Übernimm Verantwortung für alle Gedanken und alle Gefühle.
weil deine Gefühle, deine Gedanken einen Effekt auf das ganze Universum haben können. Wow. Aus dem ägyptischen Lenormand, die Wasserlilie, so die Entsprechung zum Lotus oder bei uns zur Seerose. Und wow, die Farbkarte Azur hier, Himmel mit strahlender Sonne. Schütze dich selbst, protect yourself. Ja, das kann die Seerose, der Lotus auch gut. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht wirklich eine Mauer und du schwebst hier in Bewegung. Ja, hier öffnet sich etwas für dich. Du wirst dich wie befreit fühlen, du wirst erleichtert sein und du wirst ja in Bewegung und wieder ins Leben kommen. Und hier sehen wir ja auch die Sonne so versteckt, so wie sie dann hier ganz eindeutig strahlt. Ja, das Thema Strahlen, Scheinen. Wenn du durch diese Tür gehst, Stapel 2, ja, darfst du nicht nur erscheinen, sondern ja aufscheinen. Und ich wollte nicht so viel auf die Bedeutung der Rückseite dieser Karte gehen. Bei den Türen, da steht viel Quatsch, aber hier für dich Stapel 2, da steht Yes. Sag ja. Sag ja zum Leben. Du hast bestimmt auch viele Erfahrungen gemacht, sagt mir der Lotus, die Seerose, die Wasserlilie, weil, wie heißt der Spruch? Kein Matsch, kein Schlamm, kein Lotus. Der Lotus, die Seerose wird aus dem Schlamm geboren und er strahlt auch da, er scheint in Klarheit, in Reinheit, in Offenheit. Ja, da bleibt nichts zurück. Wow, Stapel 2, du willst hier den Himmel berühren und spürst auch wie der Wassermann Energie. Dafür steht der Himmel, ja. 11. Haus, Wassermann, Uranus Energie ganz stark. Wir sind ja jetzt bald ganz endgültig für 20 Jahre im Pluto, im Wassermann. Und ja, vielleicht hast du selbst auch viel Wassermann Energie in dir, bei dir. Ja, eine Zeit der Erleichterung, der Befreiung. Da öffnet sich das Solarplexus-Chakra, das sogenannte Sonnengeflecht. Ja. Ja, wie hier auch die Öffnung mit der Blüte. Hier haben wir die Sonne, bevor sie strahlt. Und du sollst ja funkeln, strahlen, aufblitzen. Und das hängt ganz eng hier für mich zusammen mit dem Mo'okait. Ein Mo'okait. Ein dunkler Mo'okait. Die kommen in ganz vielen Farben vor, auch zum Beispiel in dieser Varietät Gelb. Ja, zeigt auch für mich deine Ausstrahlung, die auch in vielen Farben funkeln kann. Auch das ein Mo'okait. Ja, und irgendwo ist bestimmt noch eine. Scheine, erscheine. Wow, Stapel 2, strahle. Ja, es ist hier die pure Lebenspower. Wie gesagt, egal welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, das hat dich alles gestärkt, das hat dich alles wachsen lassen. Du bist offen oder du wirst offen sein, bereit sein, ja, für Neues, für Ursprüngliches. Und wie es ja hier schon gesagt wurde, pass gut auf deine Gedanken, auf deine Gefühle aus. Alles, was du denkst, was du fühlst, das hat Einfluss auf das Ganze. Ja,
Das ist nicht unwichtig, es ist wesentlich, was du denkst, was du fühlst, was du tust. Das heißt auch kleine Ursache, große Wirkung, die du hier erzielen kannst. Achte auf dein Verhalten, auf dein Denken, auf dein Fühlen, achte auf die, wie man so schön sagt, Kleinigkeiten, ja. Und wenn du hier ganz in dein Bewusstsein kommst über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, dein Verhalten, dann meine ich, wirst du auch Signale, Zeichen in die Welt hinaus senden. Wow. Ja, starke Wasserenergie, auch hier in die Verbindung kommen mit den eigenen Empfindungen, ja, was du in dir findest, in deine Tiefe. Ja, der Lotus kommt auch aus der Tiefe des Wassers, aus der Tiefe des Sees. Die Wasserlilie steht bei den Ägyptern auch für Reife, für Zufriedenheit, für Harmonie, für Verbindung, Familie, Freunde, deine Community und manchmal auch für einen älteren, reifen Menschen, der dir zur Seite steht, der dich vielleicht gut beraten kann, begleitet jemand mit Weisheit, die durch Lebenserfahrung, durch Erkenntnis, Prozesse gewonnen wurde. Vielleicht steht die Energie auch ganz für dich, dass du ein Jetzt, wenn du hier zuschaust, der ältere, reife Mensch bist, der ja durch Lebenserfahrung, durch Erkenntnis, Weisheit gewonnen hat. Und ja, nochmal das Thema mit dem Scheinen. Hier scheint die Sonne jetzt richtig. Ja, ganz viel Sonne bekommst du, Stapel 2. Und nochmal den Himmel hier, Wassermann-Energie, Uranus-Energie. Deshalb, schau mal, hast du Aszendent, Wassermann, vielleicht MC, Wassermann, Mond im Wassermann, könnte auch gut passen. Sonne im Wassermann. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch hier, also rein das Sternzeichen Wassermann. Mit diesem Azur, mit diesem Blau, wird deine Aura, das heißt auch deine Ausstrahlung, gereinigt, stärkt die Verbindung zum Ursprung, zum Inneren, zur Quelle und du wirst hier zu deiner eigenen Wahrheit geführt. Und dieses Azur gibt dir die Kraft für ja, ganz wichtige Lebensentscheidungen, die du vielleicht jetzt zu treffen hast. Und dann kann es darum gehen, dass du was ganz Neues gestalten willst, was ganz Neues erst schöpfen willst. Ja? Das ist der Wassermann, das Schöpfen. Und das Gestalten, das Ausgestalten, der Ausdruck, der Selbstausdruck, das ist dann die Sonnen, sprich die Löwenenergie. Also wir haben nicht nur starke Wassermann-Energie, wir haben ganz stark Löwe und Wassermann, sprich Sonne und Uranus-Energie. Etwas Frisches, Neues schöpfen aus dem großen Ganzen und das durch die eigene Person ja zum Ausdruck bringen, durch das, wie du das dann ausgestalten wirst. Ja? Ursprüngliche Schöpfungsenergie, ganz viel kreative Energie steckt hier drin, Kraft auch für Innovationen, dass du hier wirklich was ganz Neues machen willst. Und den Weg finden wirst, das eben zu gestalten, ja. Und das wirkt wiederum auf deine Seele, stärkt dich seelisch, Stapel 2. Wow, da bin ich aber ganz schön geflasht. Ja,
Hinterlass gerne einen Kommentar, wie es dir mit diesen Energien geht. Ich freue mich auch über ein Like von dir und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das gerne nachholen. Und ja, freue mich, wenn wir uns auch bei anderen Videos wiedersehen. Ja, und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, Stapel 3, ja, zu der Tür, durch die du gehen darfst. Welche Schwelle darfst du, kannst du überschreiten? Du hast dich ja für diese ganz, wie ich finde, sehr spannende Tür entschieden. Und das erschließt sich ja nicht auf den allerersten Blick. Meine erste Idee war hier, ja, Griechenland. Weiß, blau, aber wir haben hier ja ganz starke römische Einflüsse. Wir haben hier sehr viel Ordnung im Vordergrund. Ja, gibt ganz viel, denke ich, zu dieser Tür zu sagen. Ja, mit dem blauen Chalzedon. Und Stapel 3, du bekommst auch interessant schon, wie der Stein hier sieht auch ein bisschen aus wie Marmor. Aber das ist hier ein Holith und betroffen ist hier das Kronenchakra-Thema Meditation. Um klarer zu sehen, schließ deine Augen. Eine Lebensbaumbotschaft, ganz in Grau. Sei dir bewusst, dass deine Gedanken und Gefühle genauso viel Impact, Einfluss haben wie deine Handlungen. Ähnlich hatten wir das Thema in der Legung zuvor. Ja, wow, der Garten. Und was für ein schöner Garten hier. Und eine Farbe bekommst du auch noch, Stapel 3. Und ups, fällt mir schon aus der Hand. Weiß. Ganz interessant mit dem Weiß und dieses marmorierte Stein, Marmor. Stapel 3. Also deine Fassade ist auf jeden Fall perfekt. Da ist auch alles, ja, wie geleckt. Und was mir so aufgefallen ist, es gibt hier, ja, das ist auch alles ganz ordentlich gemacht. Es gibt hier ganz viele Bodenabläufe, Bodenabflüsse. Also außen, im Außen ist bei dir alles auch sehr streng vielleicht organisiert, ganz geradlinig, sauber, ordentlich. Das scheint ein Zeitschriftenständer zu sein. Für Botschaften könnte das stehen. Ja, sehr strukturiert scheinst du mir hier. Ja, schauen wir mal weiter mit dem Holith. Was war hier gesagt? Kronenchakra, ja, das auf dem Scheitel hier sitzt. Um klarer zu sehen, schließ deine Augen. Das heißt für mich, gehe nach innen. Ja, nach außen, das sieht bei dir alles prima aus. Ich bin auch überzeugt, dass es innen bei dir richtig gut aussieht. Und es erinnert mich ja diese Tür auch, ja, sehr nicht nur an Griechenland, überhaupt an den Süden, wo das eben immer im Außen so verschlossen wirkt. Und dann eröffnen sich diese Innenhöfe. Das sehe ich hier bei dir. Schau nach innen. Schau nach deinen wahren inneren Schätzen. Und deshalb vielleicht auch hier das Thema Meditation, ja, der Weg nach innen. Widme deinem Inneren viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Ja, du bist vielleicht zu sehr beschäftigt gewesen hier, dass du eben im Außen alles ordentlich hältst und
dass es hier auch keinen Stau gibt, ja, damit hier alles abfließen kann. Aber das hast du für andere gemacht. Und ich denke, es gilt jetzt, dass du eben mehr, viel mehr für dich selbst tust. Und ja, bedenke, dass eben deine Taten, dein Verhalten, deine Handlungen, ja, das ist ja alles das im Außen, die haben Einfluss. Das weißt du auch. Aber auch eben dein Inneres, deine Gedanken, deine Gefühle, ja, was in dir drin ist, was du in dir findest, auch das hat eben Einfluss auf die Umwelt, auf die Menschen um dich herum. Aber bis jetzt hast du vielleicht von dem Inneren noch nicht so viel gezeigt. Dein Inneres sehe ich hier auch als strahlend an, auch hier Wiederholung des Themas Stein, in dem Fall Treppen, die nach oben führen. Ich sehe ganz viel Amethyst-Energie hier auch, ja, mit diesem Violett. Wir haben den See hier überhaupt, das Thema Wasser, Gefühle, Empfindungen mit diesen Seerosen bzw. Lotus bzw. Wasserlilie. So war die Karte in der Legung zuvor. Ja, da lag hier die Wasserlinie, der Lotus, die Seerose. Und für dich Stapel 3, ja, stellt sich die Frage, bist du bereit, durch ein Portal zu gehen? Bist du bereit, dich zu öffnen? Bist du bereit, dich mit Menschen zu verbinden, Menschen zu dir einzuladen, also sowohl physisch, körperlich, dass sie zu dir kommen, aber auch diese Einladung in dein Inneres? Ja, der Garten, ja, wie es hier, wie ich schon gesagt, da gibt es immer diese Innenhöfe, da sehe ich diesen Garten, ist immer ein Ort des Zusammenkommens, ein Ort der Gemeinschaft, der Community, der, ich sag mal, Partys, ja. Und da darfst du, Stapel 3, die Menschen zu dir einladen und du darfst feiern. Und vielleicht gibt es, sehe hier den Stern, die Pyramide, schon einen ganz konkreten Anlass. Wie gesagt, du gehst hier auch durch ein Portal auf eine höhere Ebene. Ja, sodass deine Energie, dass du auch anziehend wirst und dass bei dir so eine Art Treffpunkt ist. Nicht unbedingt in deinem Zuhause, aber überhaupt in deiner Nähe. Ganz stark, also dieses sich treffen, zusammenkommen, zusammen auch genießen, zusammen entspannen, erholen, spielen, essen, trinken, alles, was man zusammen machen kann mit Freunden, mit Familien, also Familie, sich zu freuen und vor allem etwas zu teilen. Die Zeit, die Gemeinsamkeit zu teilen in ja, eine so ganz leichten Energie. Ja, und da steht auch das Weiß dafür, für das leichte Leiten ab. Nur die Mitte fühlt sich leicht an, sagte Bert Hellinger. Weiß steht für die Heilung des ganzen Körpers. Ja, sehr körperliche Energie, reinigende Energie, entgiftende Energie. Und was das Körperliche betrifft, heilt Weiß vor allem Hautprobleme. Du bekommst mit dem Weiß Klarheit, du bekommst Verständnis, du bekommst viel mehr Mitgefühl. Es wird eine erhellende Zeit für dich sein, Stapel 3. Eine Zeit, die leicht
leichter sein wird als in der Vergangenheit. Ja, dass du nicht mehr vielleicht zu sehr für dich bist, zu sehr im Verborgenen, zu sehr abgeschlossen von den Menschen, sondern im Gegenteil hier in Verbindung zu kommen. Ganz stark auf deine Gedanken, auf deine Gefühle achten, ja, auf dein Inneres achten, ja. Und du darfst im Äußeren weiter natürlich korrekt sein, ordentlich sein, aber es ist eben nicht die einzige Perspektive. Und hier liegt ja dein Schatz und alles hat eben Einfluss, was in dir ist. Und wie gesagt, vielleicht gibt es hier oder wird es einen ganz bestimmten Anlass geben, beziehungsweise gehst du hier auch auf eine weitere Schleife in deiner spirituellen Entwicklung. Und mit dem Weiß sehe ich als Energie auf jeden Fall auch Bergkristallenergie. Und Bergkristall verstärkt ja alle anderen Stein- oder Kristallenergien. Ja? Dieses hier eine Bergkristallspitze, das könnte auch etwas sein, was dir in dieser Zeit jetzt, wenn du hier reinschaust, gut weiterhelfen könnte, dich gut unterstützen kann. Ja, große Entwicklung hier für dich, den Mut zu haben, hier diesen Schritt zu gehen, dich mit den Menschen zu verbinden, wo du bereit bist, auch deinen inneren Schatz, deine Talente, deine Gaben zu zeigen, einfach auch dich zu zeigen, wie du bist. Lass deinen inneren Stern hier leuchten, ja, und zeige es den anderen, nicht nur für dich, weil das wäre wirklich Verschwendung, Stapel 3. Ja, wow. Was soll ich sagen? Freue mich über diese Energien für dich. Ich freue mich, wenn du mir mitteilst in den Kommentaren, wie sich das jetzt hier für dich anfühlt. Und ja, freue mich natürlich auch über dein Like, über Abonnements, wenn du dir andere Videos von mir anschaust. Und ja, in diesem Sinne denke ich auf jeden Fall an dich, wünsche dir was und bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen, Stapel 4. Ja, durch welche Tür wirst du gehen? Welche Schwelle wirst du überschreiten? Darfst du, kannst du überschreiten? Ja, du hast dich für diese Tür entschieden. Hat mich erst ein bisschen irritiert, wie rum hier das richtig ist. Ja, es gehört irgendwie so schön zusammen. Und du hast dabei einen australischen Mookait, den es in unzähligen Farbvarietäten gibt, die aber alle ja mit diesen australischen Farben in Verbindung stehen. Ja, du bekommst einen weiteren Stein als Karte. Das ist one of my favorites, der Labradorit. Das dritte Auge heißt, es ist hier betroffen. Und Träume. Träume. Ja, schauen wir. Lebensbaum, Botschaft ganz in Blau. Wir hatten zweimal Blau-Weiß. Diesmal haben wir Dunkelblau und Hellblau. Überhaupt in den Legungen viel Blau. Blau wie der Himmel. Und ich sage es nochmal, ja, Uranus-Energie, Wassermann-Energie, die sehe ich da. Lerne dein Herz offen zu halten und sanft zu halten, egal ja, was dir im Leben widerfährt, egal welche Herausforderung
zu bestehen ist. Aus dem ägyptischen Lenormand Fisch. Ich dachte erst, es sei ein Wels, kenne mich mit Fischen nicht so gut aus, aber das sind Barsche, Nilbuntbarsche, die wohl ähnlich sind wie zum Beispiel Viktoriaseebarsche. Auf jeden Fall gab es die im Nil. Im Original Lenormand wird hier, glaube ich, ein ganz anderer Fisch abgebildet. Und als Farbe bekommst du Stapel 4 Rot. Befreie dich selbst von Schmerzen. Free yourself from pain. Ja, wo immer dein Schmerz bisher war, kann ich mir denken, dass du dich vielleicht gut getarnt hast, dass du hier den Eindruck erwächst, dass ja immer alles gut ist, alles schön ist, aber ich meine, du hättest ganz viel gespeicherte Energie, sehe ich hier und ja auch hier bei diesem Barsch. Ja, gespeicherte Uranus, gespeicherte Wassermann-Energie. Und das passt dann auch gut zusammen mit den Träumen, wie es hier bei dem Labradorit heißt. Träume. Träume sind, wo dein Verstand übersetzt ins Göttliche. Muss ich nochmal drüber sinnieren. Auf jeden Fall bekommst du hier die Energie des Bunten, vor allem dieses Schillernde und auch diese Tiefe haben wir hier doppelt. Es geht darum, deine gespeicherte Energie, wenn du durch diese Tür hier gehst, dass die herauskommt, auftaucht. Deine Vielseitigkeit, deine Facetten, die sind eindeutig hier zu sehen. Auch in diesen feinen Blüten hier. Du hast, ja, bist sehr vielseitig, vielseitig interessiert. Du hast viele Ideen, viele Gedanken, ja, viele, ja, bist vielseitig, ja. Diese ganzen vielen Blütenblätter sprechen dafür. Und diese vielen Talente, die du hast, diese vielen Ideen, die Träume, das ist jetzt der Punkt, wie diese bisher eingeschlossene Energie hier ins Leben kommt. Dein Ideal, deine Vision. Was ist das, was du vielleicht auch schon sehr lange willst, was schon sehr lange tief in dir drin ist, was du aber eben gespeichert hast. Ja, deine Energie ist hier leicht, hell, fröhlich, einladend. Auch diese Tür erinnert ja an südliche mediterrane Gefilde. Lerne deine Herzenskraft zu befreien. Ich meine, ja, zu befreien, offen zu halten und dies als eine sanfte, ja, streichelnde Energie zu fühlen. Und was so ein bisschen irritierend ist, wenn man in die reine Bedeutung des Fischs im Lenormand reinschaut, das ist nicht meine Spezialität, gar nicht. Wir haben nur diese ägyptischen Karten besonders gut gefallen. Dann steht diese Energie für Finanzielles, für Geld, für ein Unternehmen, etwas, was du unternehmen wirst, vielleicht ja ein Geschäft, ein Unternehmen. Ja, das wie hier der Barsch nach oben geht, das anwächst, das aufsteigt. Ja, dein Herzenswunsch, deine Vision zu leben, vielleicht auch dein Herzensbusiness, das ist das Thema hier für dich, deinen Traum zu leben.
so bunt und schillernd, wie er vielleicht ist. Fliege wie ein Vogel, das fällt mir so ein. Fly like an eagle, also wie ein Adler. Fliege wie ein Adler. Lebe deine Vision, deinen Traum. Das wird dir Zuwachs bringen, eben auch materiellen Zuwachs, materielles Wachstum. Und dein Herzensgeschäft, wenn es ein Business ist, ja, das wird sich nicht in einer Company, in einem großen Unternehmen abspielen, sondern das ist eben dein Innerstes, ja. Was wird aus deinem Traum geboren? Dass du dich zum Beispiel selbstständig machst, dass du dein Bestes gibst, diese Botschaft bekommst du auch, und dass du dich nicht irritieren lässt, egal wie die Umstände sind, wie die Bedingungen sind. Ja, geh deinen Herzensweg, mach dein Herzensunternehmen. Ja, und deshalb halte ich mal das Unternehmen hier auch ganz offen, ganz allgemein. Aber es kann wirklich auch ein Geschäft sein, das mit Geld zu tun haben, ja, auf jeden Fall mit Materiellem, ja, was man anfassen kann. Und du bekommst die Energie hier zuversichtlich, optimistisch in die Zukunft, in deine Zukunft zu schauen. Und dieser Barsch, dieser Nilbuntbarsch, der steht auch für Regeneration, der steht auch für Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, dieses Herausbringen deiner eingeschlossenen Uranus-Wassermann-Energie, also übersetzt deine Schöpfungskraft, deine Innovationskraft, ja, deine Visionskraft, dafür steht diese Wassermann-Energie, dass du auch den Himmel in dir selbst findest. Wow. Ja, und das wird dich alles von noch irgendwelchen Schmerzen befreien, dein Herzensweg hier. Das ist so hier mit dem Rot, das ist so dieses reine Rot. Es gibt verschiedene Rotkarten in diesem Deck. Ja, das hier ist diese, auch diese mit diesen vielen, vielen Blütenblättern, diese unbegrenzte Energie, die du hast, die Aktivierung deiner ursprünglichen Lebenskraft mit diesem Rot, diesem Wurzelchakra, das hier aktiviert wird, sodass diese Kundalini, wie man sagt, diese Schlange aufsteigen kann, dass du dich weiterentwickelst. Auch hier wieder das Thema ansteigen, anwachsen, ja, aufsteigen. Du bekommst hier ganz viel Lebenskraft, ganz viel Power, Stapel 4. Und da werden auch Kreisläufe angeregt. Ja, eine wärmende Energie. Und eben eine Energie, die Schmerz nimmt, die auch schlechte Gedanken, antidepressive Gedanken einem hier nimmt, dich in Bewegung bringt, eben in eine auch leichte, fröhliche Energie, eine einladende Energie. Und das wird dir leicht fallen, wenn du hier deinen Traum erkennst, ja, die Tiefe auch deine Vision siehst. Und jetzt geht es darum, das eben ins Leben zu bringen. Und ja, du hast hier im wahrsten Sinne des Wortes die besten Karten. Ja, befreie oder lerne, wie es hier heißt, deine Herzensenergie zu befreien, auf dein Herz zu hören, auf deine Vision, auf deinen Traum zu hören, der vielleicht ja länger verschütt gegangen war. Jetzt ist die Zeit der Zuversicht, jetzt ist die Zeit des Optimismus, der Regeneration, ja, dieses Gefühl, wie wiedergeboren zu sein. Und dann wird dein Unternehmen, was immer es ist, dir gelingen und auch die Kraft und die Widerstandskraft geben, die du brauchst, wenn es auch mal Gegenwind gibt. Finde den Himmel in dir selbst, befreie deine oder die
Wassermann-Energie in dir. Das wird mit diesem Hellblau, ja, ist auch für mich auch der Himmel, ja, wie eine, es wird beleuchtet, es, vielleicht fühlst du dich so ein bisschen, ich sag mal, erleuchtet, ja. Und es ist nochmal eine ganz sanfte Energie, eine ganz weiche Energie, die ich hier spüre, die eben immer anwächst. Gib dein Bestes, egal was rundherum passiert, folge deinem Herzen, das ist der richtige Weg. Lebe deine Vision, mach dein Herzensding. Es wird dir gelingen, wenn du eben diesen Himmel in dir selbst findest. Wow, Stapel 4. Schillernd, bunt und eine sehr tiefgehende Energie, die ich hier spüre für dich. Wow. Ich kann nur sagen, alles, alles Liebe von mir. Ja, schreib mir gern hier in die Kommentare, wie du dich jetzt fühlst mit diesen Impulsen und lass gerne ein Like hier. Abonniere meinen Kanal, falls noch nicht getan. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns bei anderen Videos wiedersehen. Und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.